So, und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit mir und Sachsen Let's Player, ey, und wieder einer neuen Session. So, Level 3 sind wir aktuell, haben eine Bewertung von 2,5 von 1899 Kilometer rund und vorne ein MRX-CGX. Und was erzähle ich das überhaupt, denn wir gehen in unser Auftragsangebot. Gehen natürlich wieder auf dem Fachmarkt der Märkte und muss ich sowieso gerade mal gucken, wo ich hier bin. Ich bin hier, wie ich sehe. Von Kassel nach Leipzig. Kann ich Gummireifen oder Baumstämme schlemmen? Ah ne, es könnte nur nach Erfurt gehen für 5600. Ich weiß gar nicht, was das ist. Dringende Lieferung. Alles klar, dann nehmen wir das natürlich an. Just in time. Just in time ist dann in dem Fall hier nicht immer nur im Handel möglich, wo mir es ja das letzte Mal so wild getrieben haben, möchte ich ja jetzt nicht sagen, weil das hört sich falsch an. Ich spiele nebenbei wieder mit Controller. Wie gesagt, Lenkrad, das ist mir aktuell alles ein bisschen sehr querisch, wie man das so mal ausdrücken soll. Also ist aktuell ist mir zu ungemütlich, deswegen spiele ich mit Controller. Hat sich ja letzte Woche bewährt, hat sich ja keiner darüber beschwert, deswegen. Außer das Rückwärtsfahren hier, wie gesagt, das tut mir sehr leid. Was ich allerdings sehr nice fand, dass die Themen so gut bei euch angekommen sind, was in Sachen Einzelhandel und Just-in-Time und Lebensmittelverschwendung und so weiter und so fort. Das, danke. Muss man wirklich sagen, dass ihr euch dafür auch interessiert. Huch. Da wundert es mich trotz all dem jetzt mal gerade mal sehr, dass er mir das jetzt hier nicht angekreidet hat. Warte mal hier gucken. Den lassen wir jetzt noch durch. Der Rest gehört noch nicht uns, aber jetzt gehört es uns. Ja. Alles klärchen. Ja, aber wir müssen jetzt sowieso wieder hier stehen bleiben. Wir müssen auch gleich wieder links, wie ich sehe. Also von daher. Gut, das durfte ich jetzt eigentlich ohne. Jetzt blockiere ich ja die komplette Fahrbahn. Aber obwohl. Von dort dürfte ja jetzt eh keiner kommen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal Dankeschön, dass die Themen euch interessiert haben, beziehungsweise dass so gut angenommen worden ist. Ist halt aktuell immer, ist so im Allgemeinen natürlich immer schwierig, jetzt jede Woche solche, ja, ich nenne es mal Themen zu finden, weil wir ja auch in den Landwirtschafts- oder den LS-Simulatoren schon viel über Themen quatschen und ich will das ja nicht auf jedes Let's Play doppelt und dreifach ausüben. Wenn es welche gibt, die von euch zum Beispiel mehreres schauen, nicht, dass es das dann doppelt und dreifach anhören müssen. Tja, im Endeffekt, heute ist mal wieder eine neue Woche angebrochen. Es ist Montag, meine Freunde, es ist Montag. Nur wieder und morgen ist es soweit oder heute Mitternacht ebenfalls. Es geht wieder los, Leute, es geht wieder los. Call of Duty. Man muss es wirklich so ausdrücken, Call of Duty. Ja, Ghosts, wie gesagt, Geister, es sind Geister und hoffentlich wird das Spiel nicht geistreich oder wird das Spiel etwas geistreicher, als die Vorgänger. Man kann sich überraschen lassen, nebenbei heute noch um Mitternacht, also jetzt von Montag auf Dienstag, um 12 Uhr Call of Duty Ghosts, obwohl das muss ich ein bisschen revidieren, das kann gar nicht 12 Uhr aufgenommen werden, weil ich es über Steam aktivieren muss, also kommt es ein bisschen später. Spätestens 12:30, siehst du, da müsste ich schon haben. Ah, ich denke mal, den Plan habe ich dann eh schon geupdatet. Zu 12:30 wird dann die erste Folge Call of Duty Ghosts kommen. Natürlich auf Ultra, wenn es mein PC schaffen tut. Tja, ansonsten, was gibt sonst noch Neues? Ab Mittwoch geht es dann mit dem nächsten neuen Projekt weiter und zwar der Gleisbau Simulator 2014, deswegen fällt die Woche auch der Train Simulator aus und dementsprechend der Planer. Zum Planer möchte ich so folgt sagen, weil gefragt worden ist, ob das jetzt ein Wechsel ist oder ob das jetzt komplett ausfällt. Muss ich ganz ehrlich gesagt gucken. Also ich gucke mir noch die Woche an, wie sich jetzt die letzten Folgen vom Planer noch Aufruf, also zahlentechnisch entwickeln. Sollte das weiterhin so bleiben, wie es ist, dann wird der Planer dann erstmal eingestampft. Was ich selber ziemlich schade finde, weil mir macht der Planer immer noch sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht mal Let's Playen kann, beziehungsweise werde,
Dann kann ich ihn privat wieder spielen. Ich muss gerade mal gucken. Ne, das war Tempomat 120. Wenn ihr gerade fragt, was ich mache. Ne, das war der Motor. Ich habe vergessen, wie es Licht angeht, um ehrlich zu sein. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal mit L. So, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, der hat sich zahlentechnisch leider nicht so entwickelt, beziehungsweise kam nicht so gut an, wie wir eigentlich erhofft. Ich weiß nicht, an was es liegt, um ehrlich zu sein. Also bis zur 15. Folge war eigentlich alles in Ordnung. Also ab der 15. Folge dann irgendwie hat das dann irgendwie keinen mehr interessiert. Und das ist halt sehr merkwürdig, weil ich glaube, die erste Folge hat er so mit 900 noch was, ist ja alles soweit in Ordnung. Ansonsten hatte ich das immer so zwischen 300 und 600 eingependelt. Die letzten Folgen dann haben dann gerade mal 150 geschafft und teilweise manche gar nicht mehr 150. Und ja, keine Ahnung, was da ist. Ob es zu langweilig geworden ist, ob es zu einheitlich ist, je nachdem. Wie gesagt, es ist halt ja ein komplexes Wirtschafts. Es ist halt eine Wirtschaftssimulation, wenn man es im Endeffekt so nimmt. Oder ich kommentiere es falsch, keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne mal, beziehungsweise ich werde dann separat nochmal fragen, aber könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr den Planer geschaut habt, was das Problem im Allgemeinen betrachtet ist. Es kann ja sein, dass es falsch kommentiert ist. Das ist zu einheitlich, zu monoton. Entschuldigung. Fast verschluckt. Ob das Ganze zu monoton vorgetragen worden ist, etc. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich weiß es wie gesagt nicht. Falls ihr ihn geschaut habt und nicht mehr oder warum auch immer, könnt ihr es ja gerne mal schreiben. Ich werde dann separat nochmal durchfragen. Auch schade. Fand es wirklich schade, weil man war noch lange nicht durch. Ne? Wir waren ja gerade mal am Anfang, könnte man schon was sagen. Wir waren ja wirklich größtenteils erst am Anfang und 25 Folgen oder so, wie wir das hatten. Vielleicht kommt er nächste Woche wieder zurück. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie sich das Ganze so momentan entwickelt. Aber nächste Woche kommen wiederum auch neue der Stadtbahnsimulator meines Erachtens nach raus. Dann kommt die Woche wiederum drauf der Landwirt. Also wir sind hart am Limit, muss man wirklich sagen. Wir sind sehr hart am Limit. Und wie gesagt, ich werde es auch so durchstehen, wie ich es dementsprechend angekündigt habe. Bei neuen Projekten müssen andere Projekte dann mal für eine Woche oder halt mal 2 Wochen weichen, je nachdem, wie gut die neuen und neueren Projekte ankommen. So kann es auch sein, dass der Euro Truck Simulator dann mal wieder etwas pausiert werden muss, auch wenn er sehr gut ankommt. Über was ich da nochmal euch sehr loben muss. So jetzt letzte Woche, ja, unser Neuanfang kann man ja schon fast sagen. Ist eigentlich relativ ganz gut angenommen worden. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür, auch die Themen etc. Aber wie auch schon öfters mal gesagt, YouTube und ja, mit ihrem Google Plus Müll. Aktuell alles sehr nervig, wenn man das mal so sagen darf, was da umgestellt wird und hier und jenes und da. Und man kann es halt, wie gesagt, bei allen großen YouTubern aktuell beobachten, insbesondere Kronki. Ja, gute Nacht. Inklusive bei Kronki, die Klicks gehen halt einfach runter. Und ich hoffe, dass sich das dann irgendwann mal erholen tut, denn ich habe mit YouTube ja noch große Pläne. Beziehungsweise habe mit euch noch große Pläne. Mit der Community habe ich schon große Pläne. Aber naja, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Da muss man jetzt ein bisschen ja auf Glück und auch am lieben Gott glauben. Und ich glaube einfach mal dran. Ich werde ja sehen, ob ich enttäuscht werde oder nicht, das wird sich dann irgendwann mal stellen. Aber wir wollen ja nicht ins Melancholische abdriften. So, wir bleiben natürlich Dresden, Leipzig, Erfurt, denn wir müssen nach Erfurt. Also können wir hier erstmal ganz getrost über die Autobahn machen, ohne größere Probleme. Finde ich gut, finde ich klasse. Ansonsten heute so mal eine kleine informelle Zusammenschiebung von allen, wenn man das mal so nennen darf. Ja, doch, kann man eigentlich so nennen, eine kleine Informationchen. Wie gesagt, ist halt aktuell alles sehr stramm jetzt kalt im November. Wie gesagt, schade, dass OMSI2 verschoben worden ist, weil auch immer wieder nach gefragt wurde, wann kommt OMSI2 wieder. OMSI2 kommt wieder, Quatsch, OMSI, so rum. OMSI kommt wieder, wenn OMSI2 released ist. Also dementsprechend nicht dann OMSI, sondern dann wird dementsprechend OMSI2 Let's Blade. Und OMSI lassen wir halt dann stehen, weil mit OMSI2 werden wir dementsprechend auch unseren Spaß haben. Bin ich mir
Auf jeden Fall sicher. Und dann geht es natürlich auch wieder mit Lenkrad. Und ich hoffe, dass in OMSI 2 auch wieder mein Günther da ist. Weil ohne Günther ist alles doof. Muss man ja auch mal so sagen. So. Diese Lahmarschnasen hier vorne gehen mir schon wieder total auf den Sack. Zudem muss ich irgendwo dann schlafen gehen. Ich meine, wir haben zwar bloß noch 80 Kilometer dementsprechend vor. Jetzt darf ich als LKW nicht überholen, aber willst du mich verarschen? Thüringen. Schön, dass sie... konnte ich nicht lesen. Eine dringende Lieferung. Ich muss gerade mal checken. Ich muss nur eine Stunde Pause machen, wohl bemerkt, und habe nur 17 Stunden Zeit. Ja, ich werde wohl mal zur Sicherheit runterfahren. Denn ich will ja nicht Strafe kassieren dafür, dass ich zu lange fahre. Ansonsten, was steht die Woche sonst dran? Wenn alles klappt, ich kann es halt noch nicht versprechen, geht dann ab Freitag die Community-Software wieder los, ohne meine Anwesenheit fürs Erste. Also ich werde natürlich gucken, ja, läuft das nicht und so weiter und so fort. Aber gerade, wie gesagt, zum Freitag, ihr wisst, dementsprechend ist Aufnahmezeit etc. Deswegen, aber ich versuche das alles so zu koordinieren. Und natürlich auch die Bewerberphase fürs Let's Play Together. Ich denke mal eine Woche drauf. Will mich da noch nicht so festlegen, weil ich auch erst die ganzen Videos wieder machen muss und so weiter und so fort. Ihr kennt ja den ganzen Spaß. Könnte man ja schon fast sagen. Ihr kennt ja den ganzen Spaß. So. Jetzt haben wir zwar getankt, aber trotz all dem muss ich noch. Muss ich noch hier rein. Bleibt uns nichts über. Und es geht nicht. Ich stehe. Oh ja. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Das war jetzt scheinbar zu weit hinten. Ich muss sagen, gerade mal. Das ist so die. Ja. So, du bekommst eine Weile zur Ruhe. Sehr schön. Einkommen. Luci hat 800 uns eingebracht und 1500. Sehr schön. Gut, weiter geht's nach einer erfolgreichen Schlafdosis. Jetzt haben wir es zwar schon wieder 18 Uhr. Ist wiederum ein Level aufgestiegen. Wir haben jetzt aber noch 8 Stunden insgesamt Zeit. Das ist ja soweit in Ordnung. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir ja mal ganz gut Zeit, unsere Raten abzubezahlen. 63 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns und das werden wir dementsprechend auch schaffen. Gerade mal hier in den Spiegel gucken. So, und raus mit dir. Und dann geht das Ganze los. Ja, Vorsicht Flugzeug oder Flugverkehr, je nachdem wie sich das schimpft. Ja, wie gesagt, für das letzte Play Together, da werden dann, ja, je nachdem, ich muss erst noch die Videos produzieren, dann muss ich mich noch mit meinen anderen LTP, also ja, ich kürze mal ab, mit meinen anderen LTP-Partnern absprechen, was wir für Kriterien zulegen. Und dann sehen wir mal weiter. Eigentlich war es ja mal so geplant, dass die Kriterien dann auf 18 hochgenommen werden, etc. Ja, ich weiß, viele von euch sind noch nicht so alt, deswegen werde ich das Alter wieder runternehmen, aber wie gesagt, ich erwarte dann dementsprechend auch eine gewisse Reife, deswegen, ich denke mal, es werden viele Bewerbungen dann wieder kommen und ebenso viele werden auch wieder, oder müssen dann leider wieder aussortiert werden. Ja, müssen wir schon mal sehen, aber so als Vorabinfo, wie eigentlich immer, sollte eine gute Mikrofonqualität da sein. Ich erwarte jetzt hier kein Studioklang etc., aber so sollte sich an meiner anpassen. Meine ist unbearbeitet etc. Und ich mische die in den Videos so nicht einzeln ab, weil ich halt mit Fraps aufnehme. Wie gesagt, ist zwar scheiße, wenn da mal der Ingame-Sound zu laut ist, dann kann man das nicht ändern. Aber ja, es ist halt zu rendern einfach besser, weil andere Codecs, da schwitzt das Programm manchmal, das Renderprogramm. Ja, ansonsten, wie gesagt, ordentliche Mikrofonqualität. Ein bisschen was in der Rübe sollte man haben, dass man sich auch über Themen, egal wie sie sind, was es für Themen im Endeffekt sind, weil man, bei Matze hat man ja zum Beispiel gesehen, das war ja jetzt nicht so intellektuell, muss man ja leider auch sagen. Es war ja sehr viel Fäkalhumor, möchte ich jetzt nicht sagen, aber viel Sexuelles mit dabei. Damit man halt trotz all dem da ja ein gewisses Standbein hat, nenne ich es jetzt mal. Und halt alles hin und her, weil wie gesagt, wir hatten schon mal das Ganze, wir hatten schon mal einen ganz Jung drinne, der hat an dem Gewinnspiel hat er den LTP gewonnen.
Da wurde sich dann danach aufgeregt. Also, naja. Wie man es macht, macht man es im Endeffekt irgendwo falsch. Aber das Einzige, was wir nicht falsch machen werden, das ist dementsprechend diesen Part hier zu beenden. Kurz für Effort, ich weiß, es ist gemein, aber egal. Ich danke natürlich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dementsprechend wieder im nächsten Part. Bis dann, haut rein. Tschüss.